kfz-helpline.de, das Internetportal rund um Ihr Kfz. Präsentiert Ihnen Auto und Verkehr. Sehr unterschiedlich, wo ich meinen Gebrauchtwagen kaufen sollte. Das hängt auch davon ab, wie alt ein Fahrzeug zum Beispiel ist. Wenn ich ein fast neues Fahrzeug, einen Jahreswagen habe, was noch mit Garantie versehen ist, das kann ich durchaus auch bei privat kaufen. Ich habe noch eine Restlaufzeit der Garantie. Und wenn alles nachvollziehbar ist, dass ein seriöser Verkäufer ist, dann kann ich sicherlich auch dort kaufen. Ich habe natürlich bei bestimmten Gebrauchtfahrzeugen, wenn sie schon etwas in die Jahre gekommen sind, vielleicht aus der herkömmlichen Garantie herausgefallen sind, habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich bei einem gewerblichen Verkäufer kaufe, dass ich hier eine sogenannte Sachmangelhaftung auf jeden Fall erhalte und unter Umständen auch noch zusätzlich eine Gebrauchtwagengarantie. Hier habe ich eine gewisse Absicherung, habe natürlich gewisse Serviceleistungen. Das Fahrzeug wird zugelassen, vielleicht auch für mich. Das ist schick geputzt, aber dafür ist es im Regelfall etwas teurer. Das heißt, jeder nach seiner Fasson, bin ich lieber der Stöberer und suche lieber mein Fahrzeug irgendwo auf den Internetportalen, oder bin ich lieber der Bequemere und schaue mir mit bei vollem Service halt eben lieber ein Gebrauchtfahrzeug beim Händler an. Das entscheidet jeder selber. Viele kleine Händler, Fähnchenhändler will ich sie mal bezeichnen, haben wirklich jahrelang versucht, die sogenannte Sachmangelhaftung zu umgehen. Seit 2002 haben wir die Schuldrechtsreform. Das heißt, hier musste der Verkäufer dafür gewähren, dass ein Fahrzeug zum Zeitpunkt der Übergabe mangelfrei war. Und um diesem Risiko zu entgehen, haben Verkäufer ganz findige Ausreden erfunden. Da wurden Fahrzeuge als Bastlerfahrzeuge verkauft, obwohl sie noch gar nicht so alt waren und gerade frisch die Hauptuntersuchungsplakette erhalten haben. Da wurden Fahrzeuge als rollender Schrott verkauft nach Kilopreis oder das schrottige Auto, das kostete aber noch 15.000 Euro, beziehungsweise es gab ellenlange Mängelberichte, weil offengelegte Mängel dann auch nicht in diese Sachmangelhaftung hineinfallen. Das heißt, da war wirklich alles dran kaputt, vom Motor übers Getriebe, da war nichts Heiles dran und kein normal denkender Käufer hätte sich ein solches Fahrzeug gekauft. Wenn der Verbraucher informiert wird vom Verkäufer, dass dieses Fahrzeug als Bastlerfahrzeug verkauft wird, unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung, aber tatsächlich ein Fahrzeug erwirbt, was erst 4 Jahre alt ist, eine frische Hauptuntersuchung hat und richtig schick dasteht, aufpoliert, da kann er sicher sein, das ist ein Umgehungstatbestand. Hier sollte die Sachmangelhaftung umgangen werden. Es ist eigentlich gut für den Verbraucher, weil bei solchen Tatbeständen gilt die gesetzliche Regelung. Das heißt, dass die Sachmangelhaftung für 24 Monate aktiv ist. Damit hat der Händler seine Möglichkeit, das auf 1 Jahr, auf 12 Monate zu reduzieren, verspielt. Das heißt, er muss tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, haften. Es ist natürlich für den Gebrauchtwagenkäufer immer sehr sinnvoll, gerade dann, wenn man vielleicht technisch nicht selbst so in der Lage ist, ein Fahrzeug zu beurteilen. Und das ist ja allein schon manchmal aufgrund der fehlenden Werkzeuge nicht möglich. Da ist es sicherlich sinnvoll, das Fahrzeug nochmal professionell checken zu lassen. Beim ADAC zum Beispiel gibt es eine Gebrauchtwagenuntersuchung, die umfasst dann 120 Prüfpunkte, sodass man danach schon einen sehr guten Überblick über ein Fahrzeug hat. Vor allen Dingen auch, stimmt die zugesicherte Unfallfreiheit? Sind da irgendwelche Stellen nachlackiert? Steht vielleicht demnächst eine größere Reparatur an, die dann vielleicht dann noch vom Verkäufer getragen werden könnte oder zumindest die mir ein gewisses Verhandlungspotenzial bietet. Es ist natürlich heutzutage leider sehr, sehr wichtig, sich die Fahrzeughistorie penibelst anzuschauen und zu klären, ob der Kilometerstand auch schlüssig ist. Eine ADAC-Studie hat ergeben, dass auf dem Gebrauchtwagensektor durchaus jeder dritte Wagen manipuliert ist. Das heißt, hier sollte ich immer sehr hellhörig sein und mir natürlich das Service-Checkheft anschauen, sollte schauen, ob ich eventuell Unterlagen über Hauptuntersuchungen oder über Abgasuntersuchungen habe, andere Reparaturrechnungen, dass man so nachvollziehen kann, dass der Kilometerstand ungefähr stimmig ist. Das ist schon mal das A und O. Sicherlich ist auch das Internetportal eBay eine Möglichkeit, ein Fahrzeug zu erwerben.
Und da muss man ganz deutlich sagen, das ist eine Auktion. Das heißt, wenn ich geboten habe und das dann diese Auktion gewonnen habe, dann muss ich das auch abnehmen. Das heißt, man sollte hier auf jeden Fall ein Fahrzeug sich im Vorwege anschauen. Dann ist es ja kein Problem. Dann ist es wie ein normaler Gebrauchtwagenkauf. Und wenn ich für mich ermittelt habe, das Fahrzeug, das interessiert mich, das hat für mich, stellt für mich einen Wert X dar, dann kann man sicherlich munter mitbieten. Aber man sollte hier nicht in einen Bieterwahn gelangen oder geschweige denn ein Fahrzeug, ohne es gesehen zu haben, einfach munter bieten, da erlebt man vielleicht sein blaues Wunder. Kfz-Helpline.de, das Internetportal rund um Ihr Kfz, präsentierte Ihnen Auto und Verkehr.